Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge in Raft im Multiplayer. Nee, warte. Bei Raft? Nee, was heißt es in Raft? Egal, mit Hannah und Pascal. Auf dem Raft. Hallo. Dem Raft, genau. Im Multiplayer auf dem Raft. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Merkt ihr das, wie ruhig das ist? Weil kein Vogel durch die Gegend fliegt und dich mit Steinen die ganze Zeit abwirft? Nu? Es ist so entspannend. Genau, letzte Folge sind wir hier auf dieser Insel hier gelandet. Haben schon ein bisschen. Ah, hier wurde kein Wasser nachgefüllt. Oh. Ja, weil meine. Komm, ich habe wenigstens so eine Ding nachgefüllt. Ich kann halt zweimal alle. Aber wenn ich halt nur zwei Flaschen habe, dann kann ich nicht irgendwie das eine noch. Ja. Nachfüllen. Wow, ich habe es diesmal geschafft. Genug Mangosamen rauszubekommen, um alles nachzupflanzen. Glückwunsch. Was ist das denn? Das glauben? Ach, das ist von Detto die Rakete, was in der letzten Folge da gehört in dem Brief. Die stand auch irgendwo. Die stand auch irgendwo. Also hier ist ein Raketending und irgendwas. Ja, irgendwo hier auf der Klippe stand auch eine Rakete. Da brauchen wir explosives Pulver für. Da können wir eine Rakete abfeuern. Ach du Scheiße. Kriegen wir bestimmt einen Teil für. Warte. Rüstung. Lampe lege ich nicht an. Überreste. Sind noch beide offen, Raft? Ja. Ich muss mein Inventar erstmal wieder leer machen. Ich habe bisher nur hin und her. Ey, Tobi, vergiss das Sammelnetz nicht, ne? Insektennetz. Schönes Bienennetz. Was ist Sammelnetz, dabei? Insektennetz. Ja, alles das Gleiche. Nee, Sammelnetz ist was anderes, aber ansonsten ja. Ja. Hier auf dem Boden liegt übrigens noch ordentlich Schrott auf dem Meeresboden. Ja, das können wir später holen. Ich will euch den. Ja, erst mal alles oberhalb, danach unterhalb. Ach so, apropos. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Pufferfisch holen und explosives Pulver holen. Weil oben brauchen wir explosives Pulver. Oh, cool. Gab's doch so viele Pufferfische. Und da drin liegt Zeug drin. Das heißt, wir brauchen noch einen Teil irgendwie. Naja, wir haben ja dieses komische Seil. Über den Brunnen können wir interagieren mit dem Brunnen? Ich weiß nicht, wir können auch mal schauen, ob wir die. Also, ich weiß, dass man die Pumpe verwenden kann. Also, im Prinzip, man kann die benutzen, aber ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich auf euch gewartet habe. Also, ich angel gerade so ein bisschen in den Brunnen, aber was rausbekommt, tue ich nicht. Nee. Kommt ihr mal mit hoch? Ja, oder? Wir haben uns den Brunnen geschaut, mal ganz langsam, Leute. Leute. Eins nach dem anderen. Und hier hoch? Wo hoch? Pascal, hier. Meistens über Dächer springen. Ja. Ach, hier hoch. Yay, noch mehr Schrott. Ach, können wir die ganzen Stühle vielleicht mitnehmen? Die sehen eigentlich relativ bequem aus. Dann kann man sich hier hochbaggen. Und dann werden wir wieder dort, wo wir davor waren. Und kann sich dort hochbaggen. Muss man aber nicht. Ah, hier doch. Au. Und einmal die Bienen reingerannt. Tobi, fang mal die Bienen hier weg. Ja, ich wurde auch gerade schon einmal gestochen. Lol, ich hab noch gar nicht gestochen. Ich bin gefühlt schon 10-mal durch die durchgelaufen. Ja, du musst ein bisschen da sein, damit du gestochen wirst. Achso, ja gut. So genau, und hier. Hier ist auch, wo ich die Notiz gefunden habe, den Hinweis letztens. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ach, das war die Stelle hier. Ich wollte sagen, das kommt hier bekannt vor. Soll ich hier runter? Ich bin doch da oben schon lang gegangen. Ach, da warst du, da hast du schon alles geschaut jetzt. Okay, gut. Ja. So. Gut. Wenn Hannah einen Plan hat, dann gehen wir erstmal hinterher. Dann haben wir hier eine Pumpe. Hier stimmt. Ist auch der Teil, wo ich diesen Pies gefunden habe. So. Wir müssen, ja, wir bitte. Die ausrichten, die Dinger. Guck mal bitte. Okay. Ah, okay. Das ist nur die Ausrichtung. Okay, ich bleib hier oben und pumpe die ganze Zeit. Ihr richtet aus. Pumpen bitte. Soll ich pumpen? Ja. Einfach mal pumpen, immer Pumpe sagen. Dann mach ich Pumpe. Nochmal. Okay. Kommt unten was? Ja. Klingt so. Ey. Oh, sorry. Hast du schon was? Okay. Pascal? Also, ich weiß noch nicht, aber es war das letzte Mal was zu weit. Okay, also nicht weit genug. Mach du? Ja, also Pascal. Durchpumpen. Die ganze Zeit einfach mal. Okay, ja.
That would be the best. Ich stehe jetzt hier und spamme eh. Warte, warte mal. Soll ich da doch so rum? Ich hatte doch gerade was. Okay, so geht auch. Jo. Ja! Ein Seilrutsche, ja, wir haben endlich das erste Teil der Seilrutsche. Oh mein Gott. Das war ja auch gar nicht. Wir müssen richtige Rätsel lösen hier. Wie habt ihr das bekommen? Das Wasser hat das Zeug das Wasser im Brunnen ist gestiegen, weil wir mehr Wasser reingetan haben. Und okay. Okay, dann können wir ja auch mal hier hochgehen. Hier war ich noch nicht. Glaube ich zumindest. Aber so wie das hier scheint, war ich glaube schon hier. Junge, einfach einige Garte rüber und 5 Steine. Warum haben die so viele Steine in ihren Schränken? Ganz ehrlich. Warum haben die einfach random Metall rumliegen? Notizen zum Haus. Psst. Classify. Ma says I should write down why I think to make it stick, so I write. Caravan Town is a rock sticking out from the water. It has good land to raise pigs to eat. We can fish, grow vegetables. Only downside are the hyenas, but they are usually friendly. Yeah. We live here on a boat with half the rest of Jakarta. They let us stay because Ma is smart and Pa is good at welding. They say I'm just another mouth to feed. Oh, nur unten schlafen gehen, solange wir unten sind. See, the problem is, the water is rising, right? What if we just take away the water? Lass schlafen gehen. Du. Hey, die Tür sind am letzten zumachen. Was gerade gesagt, aussperren. Ich soll die Türen zumachen. Ja, aber nicht, wenn ich direkt hinter dir gehe. Die Tür direkt vor meiner Nase zu machen. Habe ich Augen im Hinterkopf? Du weißt, dass ich immer der Letzte bin. Warum bist du der Letzte, wenn du als erstes am längsten Weg hast? Weil ihr vor mir losgeht. Alter! Ja, was kann ich. Es dürfen nicht zwei Leute gleichzeitig Türen tagieren. Ja. Und du bist selber daran schuld, wenn du die Türen zumachst. Okay, Leute, ich würde einmal einen Honig verschwenden, nur um zu wissen, was es bringt an Zeug. Mach das. Es bringt Essen mit Extraleiste und Trinken. Ah, okay. Ich würde das im Treibstoff draus machen. Ja. Das ist halt die Frage, wo wir noch nicht waren. Also wir müssen auf jeden Fall den Tauchgang noch machen. Ja. Aber uns fehlt allgemein, es fehlt auf jeden Fall noch eine Komponente für die Seilrutsche, weil davon brauchen wir 3. Zwei Stück brauchen wir noch. Ja. Habe ich jetzt nicht gesagt? Egal. Naja, wenn wir 3 brauchen und wir einen Teil haben. Ich glaube, ich habe irgendwie. Naja, okay, wenn ich 1 gesagt habe, habe ich bestimmt gesagt, wir haben schon 1. Wir brauchen 3. Du meintest, wir haben schon 1. Ja. Wie du sagst, wir brauchen noch 1. Egal. Ja. Das sind Ferien. Was schon. No. Apropos, übrigens, das ist alles vorproduziert, ne? Also nicht wundern. Ja. Weil Ferien gleich Erholung. Und ab und zu muss man auch mal 1,5 Monate YouTube-Detox machen. True. Jo. Deswegen, wir produzieren nur 10,5 Monate im Jahr. Ich bin nach oben. Genau, Pascal ist hinter mir. Jetzt sind wir wieder auf diesem Markt. Na genau, hier haben wir auch schon alles abgesucht. Und hier rennt ein Dodo rum. Bread and Bakery. Oh, hier gibt's lecker Brot. Wo haben die das Getreide angebaut? Canned Goods. Hier gibt's Konserven. Ladetagegerät. Meat. Ah, hier gibt's Fleisch. Wo habt ihr das jetzt schon gefunden? Das ist hier oben bei dem Markt. Hier bin ich ein paar Dinger hoch und hier war anscheinend noch keiner. Was hast du da gefunden? Dritte Teil vom Ladekabel. Ah, okay. Ich sag ja, wir müssen sehr gründlich suchen. Dann sind noch Teile zu denen, wo wir halt eben dein Ding jetzt brauchen, ne? Die Seilrutsche. Und da aus ging's halt rüber. Ah, hier ist die Major Base.
Okay, und da hinten ist noch ein großer Bereich, wo, auf dem wir noch nicht waren. Zwei Seilrutsche. Allgemein, die waren noch. Also wir waren relativ an wenig Orten bisher. Ja. Würde ich auch meinen. Genau, dort ist die Rakete. Dafür brauchen wir allerdings explosives Pulver. Hatte schon irgendwer besorgt? Nee, ne? Nee, wir hatten ja keinen Tauchgang gemacht. Ach, kommt her, ihr Bienen. Au, zu weit gesprungen. Danke. So, wo ist die Rakete? Wo bist du? Da. Hier, bei dir. Ah, hier sind Honigwaben. Dort, wo die Ziege rumspringt. Warte, Tobi, ich habe noch 3 Honigwaben für dich. Nimm die gleich mal mit. Weniger Inventarplatz. Schlau. Das wird vorne das Team. Ah, okay. Fall nicht runter. Hier brauchen wir eigentlich halt ein explosives Pulver und das haben wir nicht. Dort vorne ist noch eine Kiste auf dem Dach herumstehen. Ja, wir brauchen für das explosives Pulver müssen wir halt so einen Pufferfischleim zurückgedöns trocknen. Im Ofen. Das ist korrekt. Wie kommt man da oben drauf? Weil da oben drauf ist noch eine Kiste. Hier sind Zwiebeln und Reis, lecker. Seilbahn. Können wir das mitnehmen? Können wir nicht mitnehmen. Nee. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die zwei anderen Seilbahnteile kriegen wir unter Wasser. Ja, okay. Dann bauen wir jetzt ein oder zwei Sets Taucherausrüstung. Meine Güte. Mhm. Also einmal zum Fluss zurück. Ja. Okay, ich bin auf dem Wayback. Wayback. The Wayback Home. Wayback to Raft. Ups, Luft. Wo ist Raft? Andere Richtung. Oh, das ist eine Insel, wo wir noch nicht waren, aber ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Okay, ich gehe trotzdem mal ganz gut hin. Habt ihr Bock, mir entgegenzufahren? Warum sollen wir entgegenfahren? Ich dachte, wir wollten das Ding ankern, weil es ein guter Platz ist hier. Ja, macht Sinn, aber ihr könnt weiter hinten. Ich wollte gerade sagen, wer von uns dreien kann aus, wenn wir das Ding farmen? Du oder einer von uns beiden? Wir sind nur da, um die Motoren wieder an- und abzuschalten, wenn du sagst an oder aus. Ja, es ist ja auch nicht viel mehr. Mit einem Rad drehst du es los. Shit, verfehlt. Ja, es muss trotzdem du machen. Wir haben trotzdem keine Ahnung davon. Okay, Pufferfisch erfolgreich abgewehrt, ein Fall verloren. Naja, ist ja noch halbwegs akzeptabel. Wow, ich habe mal wieder genug Mangosamen rausbekommen. Ja, Mangosamen kriegt man fast immer genug raus, nur Palmsamen. Nö, ich hatte auch schon mal eine Runde, wo ich nur eine Mangosamen insgesamt rausbekommen habe. Ja, okay, das ist natürlich schon traurig. Ja. So, die Angel sind so gut wie weggeangelt. Und dann mache ich eine neue Angel und tu mit der dann mal die Fischköder verangeln. Die ist so gut wie weggeangelt. Dass wir mit Handelsposten dann die ganzen Fische umtauschen können in Münzen und so ein Zeug. Hm. Mist. Sind nicht alle von den Fischen weggetauscht, als ihr auf der Insel wart? Von den Tier 1, ja. Gut. Oh, da kann ich probiere die Tier 1 Dinger auch nicht wieder. Ja, den hier. Weil die Tier 2 Dinger werden wahrscheinlich einfach direkt mehr Münzen verbringen. Ich habe jetzt extra Leisten und sonst was. Wie in Minecraft nach einem Goldblockapfel, den es ja nicht mehr gibt. Verzauberten Goldapfel war das aber, ja. Ja, das mit Goldblöcken gemacht, deswegen Goldblockapfel. Goldblockapfel. Wie auch immer man einen Apfel essen soll, um den 8 Kubikmeter Gold drum gepackt wurden. Good question, no answer. Ja. Ich habe auf jeden Fall noch eine Kiste gefunden gerade. Cool. Ah, da war Glas drin und Kupfer. Also Zeug, das wir nicht brauchen. Wir haben jetzt 3 Blaufische und 8 Heringe. Falls du noch Seetang hast, dann schmelzt den erstmal. Um das Gubbel herzustellen. Negativ.
Ich hab keinen Seetang. Ganz viel Essen. Richtig sinnlos, dass ich mein Inventar ist damit voll gemüllt habe. Oh nein, ich kann den Stein nicht mehr aufnehmen. Dem Stein ist schon kritisch, ne? Ja. Damit werfe ich jetzt jemanden ab. Wen wirfst du mit dem Stein ab? Dich. Jawohl, Pascal. Ja, natürlich mich. Ich bin das Mobbing-Opfer. Ja. Na komm, spring hoch. Wenn der die kleinen niedlichen Welse auf den Grill legt, extra. Um sie für euch zu grillen, wie wird mir gedankt? Mit dem Stein. Ernsthaft? Jetzt bin ich hier hoch und hier ist nichts. Mann. Jetzt habe ich ja sowas von Lust, einen Stein auf Pascal zu werfen. Werft ihr über den Stein auf den Designer der Map? Dass da nichts ist. Aber es war ein bisschen Loot hier. Also ganz umsonst bin ich nicht gekommen. Ach nö, jetzt muss ich mal zurückschwimmen. Kann man Steine unter Wasser werfen? Man kann Steine unter Wasser werfen, das bringt absolut gar nicht. Das ist ein Stein verschleudert. Das war zu erwarten. Die Steine tue ich eh in Schredder. Kann man einen Stein auch aufs Wasser werfen und hüpft er? Das wäre mal ein Action. Wäre das eine Idee. Versuchst du mich gerade dazu bringen, alle meine Steine loszuwerden, damit ich sie dann nicht auf dich werfe? Nee, du kannst den Zeitdrücker werfen. Welcome back. Okay, sie fallen einfach nur rein. Seetang. 15 Stück. Merci. Don't speak French of this raft. Why not? Hat jemand eine Abneigung? Kann ich es auch verstehen. Ist keine Abneigung, es ist eine Phobie. Okay, ich habe hier drei. Okay, Pascal, kurz hinter dir. Was ist denn das Raft in einem Zustand? Die Bienenwaben müssen geleert werden. Hier ist eine Blume zu wenig. Ich habe die doch aber gerade erst geleert. Und die Blumen, ja, dafür kann ich grille. Nicht. Die hatte ich eigentlich auch gerade erst gemacht. Ich grill die ganze Zeit. Ach, soll ich das Leerzeug abziehen? Na, egal. Flossen und Taucherflasche? Ach, hat's mir auch gegeben. Noch okay, nicht anziehen, die gehen kaputt. Danke. Essen. Da rein. Jetzt. Aufnehmen. Warte, Honig. Ernsthaft. Ganz wenig. Ja, so geht's. Wir müssen ja ordentlich rauscutten, ne? Wir laufen seit 10 Minuten, dass wir tauchen gehen wollen, sind aber noch nicht tauchen gegangen, weil wir noch mal Vorbereitung machen. 3 Jahre. So, hier, Trophäenkiste, 2 Gummiköpfe rein. Obwohl, ich könnte mir auch wieder einen aufsetzen. Obwohl, nee, ich nehme Bernkopf. Der ist cooler. Warte mal, ich habe einen weißen Kreischer. Das war kein normaler Kreischer, das war ein weißer Kreischer. Eine Unterspezies der Kreischer. Ja, was gibt's? Scheiße. Ja, was ist? Ach du Scheiße, du hast dich an die Wand dran gebunden, ne? Leck mich doch. Ja, was ist? What's your problem? Tell me. Wir wollen jetzt tauchen gehen, wir warten gerade auf dich. Mann, wo ist denn die Stelle? Hier ist die Stelle. Aber man kann sich nicht auf das Rad irgendwie draufsetzen, oder? Welches Rad willst du dich setzen? Na, das zum Wasserpumpen, Luftpumpen. Wenn wir wahrscheinlich nicht benutzen. Was für ein Rad zum Wasserduft pumpen? Da, wo wir ganz am Anfang angefangen haben. Wollen wir? Ja. Wo seid ihr? Ich bin bereit.
immer noch auf dem Da, ja, wo ich bin, wenn ich Langeweile habe, beim Bauen. Leute, ich warte hier. Ich habe gefragt, wollen wir erst die Rakete oder erst das Ding machen? Jetzt warte ich hier. Wo seid ihr? Hä? Ich bin ja da, wo wir als erstes lang hin sind. Wenn ihr am Hafen, außen, auf der anderen Seite vom Hafen, da geht's nicht da lang. Stopp, rechts, der gerade im Wasser ist. Links. Warum links? Weil es da auf die. Warte, ihr seid doch beide hier. Hier. Leute, ich brauche ein Horn. Nein, andere Richtung. Leute, Richtung Insel. Im Wasser. Durchs Wasser. Hier, genau. Rechts. Ach Richtung so. In die Zentruminsel. Hier, genau. Danke. Ich war gerade so, hä? Ich sehe nur in der Ferne irgendwie so zwei Leute rumhauen. Einer mit einem Kugelfischkopf. Warum willst du, dass ich auf der ganz anderen Seite. Okay, Taucherausrüstung an und los geht's. Yippie! Oh, Pufferfisch. Toll. Gut, kein Pufferfisch mehr. Ich geh nochmal Luft holen. Oh, guck mal, Leute, hier drin kann man Luft holen. Leute? Sehr gut. In einer riesigen Dose. Ja. Ja, aber es ist bei Raft immer so, wenn man irgendwelche längeren Tauchstrecken hat, für eine Story-Mission, da gibt's immer irgendwo Luft. Pascal, der sich weiterhin Let's Plays von anderen anguckt. Ja. Das wusste ich auch schon vorher. So, ich trink mal unter Wasser. Das geht, ja. Das ist komplett übliche halt, ne? Erz. Mein Gott, so tief waren wir noch nie. Wieder Luft holen. Ja. Dort, wo die Blasen rauskommen, gibt es meist irgendwo eine Möglichkeit, Luft zu holen. Warte, wo? Hier? So langsam ist es ja echt dunkel. Na, Pascal, ich würde nochmal Luft holen gehen. Leute, folgt ihr bitte einfach dem roten Dinge? Ja, ich hab rote Bereich. Ich würde nochmal ganz kurz in der Dose Luft holen. Vergiftet. Och, Pascal, hast du einen Pufferfisch jetzt ernsthaft? Ja, hab ich nicht gesehen, aber plötzlich hab ich Schaden bekommen. Ja, ich sehe eine Wolke dort. Auch Metall, ich kann es nicht liegen lassen. Ja, dann nimm mit. Kupfer lasse ich liegen, aber. Ja, da kann man Luft holen. Anna, bleibst du bitte bei uns? Nö. Ja, ich kann auch nicht mehr Person. Ich warte einfach auf euch. Toll, ich nehme den Schrott mit. Achtung, Puffer. Ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst, dass ich überhaupt bei dir war. Pascal. Ich gefühl schon seit Ewigkeiten. Nein, ich hab nur gefragt, ob du wartest. Och, okay. Ernsthaft. Ich dachte, du kümmerst dich um den Pufferfisch. Ich hab mich auch gekümmert, aber es waren zwei da. Ich bin gleich tot. Heilsalbe. Hab ich nicht. Oh Gott, Pufferfisch. Zwei Pufferfische. Mahlzeit. Hallo. Sonst nur Tobi kommt. Gibt's jetzt Luft drin? Ja, es gibt noch eine dritte Luftstation zum Container. Ja, ich sehe es. Hast du vielleicht Essen? Ich dachte, ich spieße hier gerade erstmal die beiden anderen. Ja. Sollte. Irgendwo liegen. Ja, da in der Ecke. Bauplan Metalldetektor. Pascal, wartest du vielleicht auf Tobi? Ja, ich kann Dann auch. Musst du nicht ganz so viel schneiden? Ich habe mich erstmal um die Bedrohung der Pufferfische gekümmert. Schlüssel zur Krankenstation ist ja auch noch. Teil einer Seilrutsche. Yay! Yeah.
Also, so, hier ist das Ende vom Schlauch, Schlüssel, ne? Krankenstation und wir können Metalldetektor erforschen. Damit müssen wir wahrscheinlich noch was finden dann. Wird da jemand Bock Kupfer abzubauen oder doch eher nicht? Aber hier war jetzt Ende, okay. Ja, safe. Soweit. Explosives Pulver, geil. Also storytechnisch geht's nicht weiter, wenn dann können wir nur noch hier Metall und so ein Zeug farmen. Ich würde mal interessieren, ob es jetzt hier auch Titan gibt dann. Haben wir noch nicht gesehen. Ja, Titan, das gab's ja bei Tier 3 oder so, Tier 3. Beim Handel da. Ich glaube, Titan findet man auch recht sehr, sehr spät in der Welt. Oder halt gar nicht. Nee, in der Welt findet man es schon. Oh, cool. Ich habe auch schon Let's Plays gesehen, zu Zeiten damals, als es noch keine Handelsposten gab. Da haben die Leute auch Titan gefunden, ne? Aber sehr, sehr spät im Let's Play erst. Ja, das brauchst du ja nur für erweiterte Sammeln, fortgeschrittenes Zeug oder so. Pascal, ich würde wieder nach oben fliegen. Liegen, genau. Aber haben wir überhaupt schon mal was erlernt mit Titan? Nee, also wir können es halt nicht entlernen, weil wir keine Titanen haben. Eben. Okay. Oh, Schrott. Oh mein Gott, so viel Zeug. Passt auf Pufferfische. Ey, ist so dunkel. So, habe ich mir eine Lampe. Du, ist wahrscheinlich auch gleichzeitig noch Nacht draußen. Das macht es halt noch dunkler. Na, vorhin ging es ja von der Helligkeit her. Eben. Hallo, Tobi. Es ist Dämmerung, noch nicht Nacht. Ja, das war eine erfolgreiche Tauchmission, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.